Yippie, ihr Lieben. Immer noch im Eisgebiet, immer noch mit dem Agentavis unterwegs. Und die Frage ist, habt ihr jetzt irgendein Tier schon abgeschossen? Ja, Duodecos. Ah, okay, dann kann man das ja tracken. Mal gucken, wie viele Kilometer hier jetzt wieder fliegen muss. Oh, der greift einfach alles an. Oh, 2600. Meine Güte. Versuchen wir anzuschießen. Kann ich zu euch auch hinporten? Irgendwie zum irgendeinem... Ja, ran bestimmt, ja. Hast ja. du getroffen? Ich glaube nicht. In welche Ecke müsste ich denn hin? Ich glaube, SE ist es unten. Ich glaube, das ist der UD-Spawn. Das müsste SE sein, ja. Was fightet denn die da? Ich hab keine Ahnung. Ey, Tantchen, komm mal ran hier. Ach. Oh Gott. Hinter mir her? Ja. Ja, ist voll hinter dir her. Uhu. Na komm. Wie die watschelt. Ich renne hinterher. Na komm. Großen Hintern. Teleport aktiviert. Das sieht so süß aus wie so ein Chicken. Oh, hallo Dex. Koordinaten bestätigt. Teleport vollständig. Oh, das war ja ein perfekter Spawn. Ja, ich sag halt, das ist hier die Juti-Ecke, glaube ich. Und drin. Perfekt. Jawohl. Im perfekten Moment gekommen. Guck mal, wie schön die aussieht. Ja, ist echt hübsch. Mit die voll die ist schön. Geil, ja, mit dem Schwarz-Weiß, das sieht cool aus. Huh? Was war das denn? Why so angry? Wer hat denn meine Tiere wieder auf neutral gepfiffen? Ich darf mitschießen, ja? Ja, klar. Die sollst mitschießen. Die wird um die 11.000 Torpor haben. Hör mal. 12.000. Wolltest du nicht einen männlichen haben? Ja, aber das. Warum sollte ich so ein hübsches Ding als Weibchen, ne? So, von den Weibchen kann man nie zu viele haben, weil. Right. Im Endeffekt geht das mehr Eier. Man braucht ganz viele Weibchen und ein Männchen. Also, wenn eine Nachzucht möchte ich bitte diese Farbe haben. Die sieht ja, voll geil aus. Ja, die werden gezüchtet. Möchte ich auf jeden Fall haben. Schwarz-Weiß ist cool. Oh, Dex. Nein, Tiger wird gebissen. Ja, ich wollte mal mit Haar gucken. Irgendwie wollte. Aua, von der Entfernung. Nee, wollte sie nicht. Helena, doch, 5000. Nee, du musst da mal nur einen ganz bestimmten Punkt anvisieren. Meistens in der ihr Kopf. Die wollte nicht. Wir sind bei 5, 6 von 12. Sind jetzt auch ungefähr bei der Hälfte. Sie sieht aus wie so ein Skeleton. Sieht echt hübsch aus. Aus wie Zebra. Nein. Ah, mein Blattstocker! Aua, wer beißt mich denn? Der Wolf, Ich denke gerade, was ist denn jetzt? So nah bin ich doch gar nicht. Mit einem Wolf da ist eigentlich andere auch noch. Ja, da hinten, auf der anderen Seite, da wird irgendwas gebissen. Oh, mein Angetabes. Ich schieß mal weiter. Ja. Wo ist das Schwein hin? Ich mache hier ganz gemütlich Fotos hier. Fast 8.000 von 12.000. Hab aber nur noch 8, 9 Darts. Ich hab noch knapp 50. Vorbereitet sind, wisst ihr das? Ach Quatsch. Es läuft. Immer, du warst gar nicht dabei, als wir den. Saphira gezähmt haben. Oh das Gott. War spannend genug, ja. Erinnere mich nicht daran, Alter. Wer weiß denn jetzt schon wieder da hinten? Kutti, nee, was ist das? Ein Feuerwolf. Feuerwolf. Mal Platz da. 68. Wartet. Dex, kommst du mal bitte? Ja, zieh den doch lieber da weg, damit da kein Tiere doch da angreift. Danke. Ich bleib jetzt trotzdem. Was ist denn hier noch? Hier kannst du ja nicht mal eine Sekunde stehen. Welches Level hatte der? 68. Schon wieder Kampfmusik. Schon wieder? Was? Ich keine. Ach so, dann ist es wegen dem, weil ich den Juti wieder anschieße. 11.000. Ich habe keine Munition mehr, das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen aufpassen. Vorsichtig, jetzt wird er nicht mehr so viel schießen. Und liegt. Sehr schön. Und plopp, aus der Falle rausgefallen. Hast du noch ein paar Darts für mich? Ich habe selber bloß noch 40 jetzt. Achso, okay. Aber ja, ich teile die auch noch. Nee, sonst. Ich hatte gerade irgendwie ganz kurz. Ja, das 10 wenigstens hast du noch.
Ich hatte einen ganz kurzen Moment so einen Filmriss, so nach dem Motto, wie kommt mein Tier denn jetzt aus meinem Soulball raus? Ja, ich war auch gerade irritiert. So, hä? Dann so. Dankeschön. Nicht meiner. Oh, scheiße. Ja, ich denke auch so, ich guck nach hinten, ich denke, hä? Okay. Kim hat ihr Hephaistos rausgelassen. Ne, Moment, der sieht irgendwie weißer aus. Ich hab dir nochmal welche reingelegt. Teil 1. Oh, danke. Da haben wir alles eine ganz gute Zahl zum Schießen. Ja, sehr gut. Also, ich habe jetzt noch 30. Red Panda hat jemand nicht zufällig mit, oder? Nope. Doch, hab ich auch. Oh, danke schön. Was hast du alles dabei? Ich bin vorbereitet. Wer ist ja noch vorbereiteter als ich? Ich hol den eben raus. Schon richtig krass vorbereitet. Das ist ein bisschen hochheilen. Ratatatata. Wir brauchen immer noch einen männlichen Wirti. Ja, kriege ich auch noch hin. Muss ich erstmal eins blicken lassen. So, du bist Binterhund. Wir haben alles gefunden, insbesondere diese weiblichen Wirti. Ach, wollt ihr Mädels noch mal sehen, wie mein Hirsch aussieht? Ja, dann hol ihn mal raus. Pack ihn raus, den Tiger. Betäubungspfeile würdet ihr... Schwarz Gold. Du meinst jetzt den Yuti, oder? Nee, ich meinte für den Panda, meinte ich meinen Australo. Der ist gräulich, oder? Der ist schwarz-golden. Zumindest vorne. Hinten geht er so, aber vorne ist er schwarz-gold. Meine Farbe. Okay. Warte, ich hol mal meinen jetzt raus. Alter, was holt ihr denn alles hier raus, Leute? Das ist alleinzig hinter Land Tiger. Darf ich auch mal? Was? Ja, hol ihn raus, Dex. Nein, Dex, du darfst das nicht. Warum? Wenn ihr alle ein paar auspackt, möchte ich auch meinen auspacken. Dex ist beinahe auch so weiß. Ja, der ist schon lange im Schnee gelegen, ja. Okay, der war schon lange nicht mehr in der Sonne. Ich hab's gerade rausgekriegt, wie das mit dem Binterung wieder schneller geht. Du musst nicht vorne am Kopf stehen, sondern hier hinten da am Fuß. Ah, ich hab einen Yuti gefunden. Ich zeig euch das Level. 72 männlich. Nein. Hm. Jetzt guckt keiner meinen Hirsch an. Doch, ich hab den Hirsch angeguckt, er ist weiß. Ja. Aber Dex muss entscheiden, wer weißer ist. Dex, hol mal deinen Hirsch raus hier. Das ist... Der steht zu Hause bei mir. Ist diese Unterhaltung gerade fragwürdig. Ja. Hirsch, wieso? Nee, wegen dem Ball. Weil er so noppig ist, oder warum? Ich muss mein Agentavis nochmal im Licht jetzt sehen. Wo ist er denn? Da. Ist jetzt oh ja, ich meine auch. Hat den eigentlich einer? Ich glaube, ich hab den, oder? Ich hab ihn nicht. Sich selbst in einer Simulation wahrzunehmen. Oh, guck mal, Kümchen. Jahrhundertelang haben sich guck gerade den schlafenden Yuki an. Ja, nur ganz kurz. Komm mal rum. Kümchen, hier ist ein wunderschöner Wolf. Ebel, Geschlecht. Der Unterschied boah, ist ja weiß. 20. Du bist auch noch ein Hund, der lila. Ah, das ist Flieger, mehr. Das ist ein helles Lila. Er ist auch der Kopf. Ja. Weiblicher Anteo Level 80. Ich glaube, den will ich haben. Wieso? Weil ich. Neue Anteos, komplett aber neu. 80 doch nicht ab 100. Weißt du, wie selten die Teile sind? Sind die hier so selten nochmal? Wieso? Hier hat eben einer in den Arsch gebissen. Ich konnte mich vorher nicht hier so wirklich bewegen, Kim. Nimm noch den Agentavis und flieg einfach mal rum. Ich flieg auch gerade ein bisschen und suche gerade noch ein paar. Ich weiß nicht, Kim hat nicht die Karte. Schreihälse. Ach so. Yuti ist gleich durch. Einmal essen noch. So, mal eben wow, den Archie noch angucken. Warum geht das jetzt so schnell und mit dem ersten, den wir gemacht haben? Weil ich das sieht genauso aus wie Kümchen. Hä, du standst doch ganz dran. Ja, da stand ich am Kopf, jetzt stand ich am Fuß. Da ging es schneller. Wieso muss er Fußpilz bekommen oder was? Wahrscheinlich, weil er da umgefallen ist. Ja? Ja? Ist meiner noch ein Stückchen lilaner okay, als deiner im Gesicht? Was? Meiner? Was? Mein Argy. Weiß ich nicht mehr. Hallo, gehst du da bitte runter? Ansonsten ich sehen unsere, glaube ich, genau gleich aus. Ja, das reicht. Wo haut sie den? Da, Düdi. Das wäre cool, wenn man sich wirklich, wenn ich mit meinem Agentavis mich dann aufs Eis setzen würde, also auf Schnee, und dann komplett eins werden würde, dass die Tiere mich nicht sehen. Das wäre cool. Logos, ja. Ich habe hier einen Yuki also, oben auf dem Berg, der sich nicht bewegen kann. Der kann sich nicht bewegen, weil er irgendwie auf einer kleinen Ecke sitzt. Und das ist ein Level... Wo zum Geier bist du denn jetzt? Da. Level 36er, männlich. Schade, der war ein hübscher. Da. Oh, der ist neu. 72 Female. Fass. Wollt ihr den fressen? Ja. Natürlich. Oh, ich bin gefiert gleich. Nein, doch, ich bin gefiert. Bist du gefiert oder eingefriert?
Eingefriert. Eingefriert. Ich habe versucht, hast dich eingefiefiet. Oh Gott, hier ist ein Schwein. Ist schon schlimm da genug, oben ist auch eine Horde Wölfe und ein Feuerwolf. Und von den Wölfen wollte ich eigentlich einen gerne beschreiben, aber... Was ist mir das? Feuerwolf? Hey! Ja, der Feuerwolf ist Level 80. Der erste 36 mehr. Willst du den jetzt haben? Ziehen wir den in die Falle. Nee, 100 haben wir meine Schuhe lieber. Was ist Prokopte da? Ich habe übrigens gerade einen YouTuber gesehen, der ist gerade von dem höchsten Berg runtergesprungen. Das sah richtig lustig aus, aber... Er lebt noch. Ich habe keine Ahnung, wo der hingerutscht ist. Siehst du den weiß-blauen Wolf da? Der ist voll hübsch und Level 20. Aber oh Gott, hübsch. Nee. Warte mal, da sind Wölfe. Ist schön, dass der Feuerwolf mit den Wölfen läuft. Das ist eine ganz schön tödliche Kombination. Oh, davon. Der Packlieder ist hübsch. Willst du den haben? Nee, der ist zu wenig. Das ist nur 104. Wir fressen da jetzt alles. Du kümmerst dich um den Feuerwolf und wir um die Wölfe. Ja, klar. Die hinterherren. Hey, oh, der hat einen blauen Rücken, der weiße, den Tiger gerade bei sich. Ja, das ist gemeint, ist er doch. Von dem rede ich doch die ganze Zeit. Der war so schön. Den habe ich gar nicht gerade gesehen. Doch, der war so schön, aber 20 ist halt. Nee. Wo ist der hingefallen? Ja. Verstehe ich gerade nicht. Macht nicht so viel Schaden, witzigerweise. Obacht, jetzt ist Schneesturm. Oh, Dex, weißt du, was wir machen können? Obacht. Was denn? Wölfe. Wir könnten die eine Quest hier machen. Die eine Fußspuren-Quest. Ja. Oh, ich finde die so schrecklich. Die langweilen mich so zu Tode, die diese Quest. Ich habe das vorhin im Wasser gemacht. War keine schöne Herausforderung. War eine Herausforderung, so rum. Hä, hey, wo ist der hingesprungen? Der ist von obersten Berg runtergejumpt. Was ist denn das? Wo ist der jetzt hin? Das war doch bestimmt ein hohes Superlevel. Der ist doch geflogen wie Superman. Super Yujiranus. Was ist das für ein Baum hier? Das sind diese Schwörchen. Ich finde die cool. Ich bin letztes Mal rausgeflogen. Was für Bäume? Ich finde die so geil, diese Bäume. Ja, die sind wirklich sehr cool. Die habe ich noch nie gesehen. Sind die auch nur hier? Wölfe? Kann man da Sepp dran machen? Also, ihr wisst, was ich meine. Rumseppen? Anseppen? Kanal ja, ändern. Beißt mir halt in den Hintern, bis ihr tot seid, ist auch okay. Ach, hast du da noch welche? Drei Stück. Schwein kommt. Warte. 120er, hör auf zu beißen! Oh Gott! Okay. 120er Female. Ich renn einfach. Solange der mich nicht beißt, ist gut. 120er was? Theodon. Ach, ich wollte auch gerade. Liedcamp, kannst du mithelfen? Ich habe keine Darts und ich habe ein Tier, das nicht in die Nähe kommen darf. Ah, Juju. Ich stell mich mal ein bisschen näher ran, damit es halt. Weiblicher Yujiranus Level 120. Oh, ach nee. Da oben steht irgendwo eine Falle, Kim. Da oben. Was soll ich machen? Ach so, ja. Ich schieß gerade Deodon für dich mit ab. Warte, ich hab den anderen hier. Liegt. Echt? Den wollte ich nicht. Der ist tot, oder was? Nee, Moment. Nee. Ey, wieso hat das gerade so gewackelt bei mir? Vielleicht, weil er aufstehen wollte. Okay. Shake it, baby. Ja, jetzt aber. Bitte schwer? Was hab ich da? Wie schön das ist, mit dem Agentavis durch dieses Gebiet hier zu fliegen, weil das Gebiet ist echt hübsch. Wo ist jetzt der Juti? Alle Biomen sind hier hübsch. Ja, in die Richtung, die ich gucke, nicht in die Richtung, in die ich stehe. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh, hübsch schon, aber manche sind zu klein, finde ich. Ja, klein, ja. Viel zu klein. Alles hier macht mir eine Gänsehaut. Mammut, du standest doch hier irgendwo. Ich hör dich. Eisgolem, und Dodo halten die Wärme in ihrem Gefieder fest. Manchmal ist die Antwort auch unter der Haut zu finden. Bei Kairuku und Doedicorus sorgt eine Fettschicht dafür, dass sie nicht erfrieren. Seht ihr? Habt ihr was gelernt? Eisgolem, mal besser in die andere Richtung. Jo, was ist ein Feuerwolf, bitte. Kim? Level? Ach, 44. Oh Gott, jetzt hat was macht Dex eigentlich? Ich suche. Yujiranus. So, ja, okay. Sauren. Aber die sind hier alle vom Level nicht so passend für euch. Ja, muss halt schon. So, wo ist das Yujiranus? Ich bin gefiert. Schon an die Runde. Wo ist das Yuti? Hallo Eisgolem. Ich bin da bei dem Glitch. Oh, ich hab's gefunden. Bring's nicht zum Schwein.
Das ist das beste männliche, was ich jetzt gefunden habe, das war irgendwie 75er oder 74er oder sowas ähnliches. Ja, also wir finden eine Menge gute Weibchen. Ja. Was ist das Vieh jetzt? Da unten. Aldex, wenn du zu uns kommen willst, track das Schweinchen. Da ist ein Juti. Ja, der kämpft gegen einen. Naja, das Weibchen, das 120er. Ja, ja, komm zu aber mir. Aber ich habe hier einen Golem noch am Po. Hier ist noch ein Juti? Ich zieh den Juju mal nach oben. Ja, ich glaube, ich zieh den gerade schon. Level 20er, ich glaub's noch, ey. Was ist der Juti? Ja, zusammen mit dem Stehen-Golem. Das ist ein 68er, den ich hier hab. Ich hab den 120er, schätze ich mal, ja. Könnte der nicht männlich sein? Komm nicht auf falsche Ideen. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Der Appel. Die blöden Bären sind auch noch so stabil. Dex, willst du noch eine zweite Fliege haben? Schenkst du dir. Fliege? Fliege, ja. Meinst du Agatavis, meinst du? Nee, hier fliegt bei uns jetzt auch eine Fliege. Ach so, eine richtige Fliege meinst du jetzt, okay. Ich werde mal überlegen, so, wann nennen wir die denn jetzt das? Fliege? Fliegen hier fliegen. Ich habe gefliegt. Ich würde jetzt erstmal den anderen Juti hier. Habt ihr jetzt einen vernünftigen noch gefunden? Männlich immer noch, nicht, oder? Weiblich, aber 120 lassen wir uns halt nicht entgehen. Ja, ist Logo. Ich versuche mal den Dings wieder runterzuziehen, aber der 120er legt sich gerade mit einem Bären an. Und ich pass mal wieder auf ein Schweinchen auf. Hatten wir nicht mal so eine Mod, die sogar Tiere findet, glaube ich? Tracken kann? Das haben wir, mit dem S-Plus-Transmitter haben wir das auch, der kann Tiere finden. Hm? Ja. So. Hier, in welche Richtung ist die Falle? Hier hoch. Aber das ist doch viel zu einfach, finde ich. Wow. Das ist langweilig, total. Ja. Ich bin gefiert. Okay, dann kümmere ich mich drum. Er will dich. Na komm. Bitte lass mich. Lass mich dein Sklave sein. Was ist das denn für ein Lied? Kennst du das nicht? Nein. Bitte. Na komm. Oh, das war das nicht auch von Rammstein? Irgendwie sowas, ja. Warte, lass mich. Lass mich dein Sklave sein. Ey, das war die Ärzte. Ja, das ist so. Was sagen? Rammstein hat sowas nicht gesungen. Abstein und. Nein, die würden sowas nicht singen. Die würden höchstens singen: Du riechst so gut. Kannst du es nicht einpacken? Das ist aber auch Asbach-uraltes Lied hier von den Ärzten. Warum brennt der? Weil er meinen Wolf gebissen hat. Sagt mir auch gerade so gar nichts. Bitte heißt das Lied. Ich guck mal eben. Bitte. Ist das schon älter, oder? Ja, 90er. Männlich 76. Hier ist das ist zu wenig. Deodon Schweinebacke. Wir haben hier oben jetzt einen Jutyrano 120 weiblich. Ich brauche Schießübungen. Ich habe keine Darts mehr. Ich komme gerne vorbei, ich bin unterwegs. Ich bin am Schwein. Komm her, Kim, ich gebe dir welche von mir noch ab. Das sind die letzten Tage. Tiger, er hat schon wieder das Schwein. Ich hab irgendwie. Über uns rechts der Hephaistos-Verschnitt. Mach den bitte tot. Oh, jetzt bin ich extra zum Deodikurus geflogen und da bin ich falsch. Nicht zu der Kugel, zum Schwein. Ich bin unterwegs. Einfach hier hoch auf den kleinen Hügel. Ich hab ein schwarzes Schaf. Echt jetzt? Ja. 44. Achso, du meinst Schaf. Level? Weiß ich nicht, hab ich schon den Krallen. Ja, 44. Aber die Kümchen hat eh keine Kuchen dabei. Oh, hier ist ein Juti. Hübscher, mal gucken. Leute, würdet ihr bitte herkommen? Ich komm. Ich bin ja noch unterwegs hier. Jutiran ist weiblich, 76, nix. Ne? Oh, ich bin schon wieder abgestiegen, ich voll Hirsche. Gut, dass du die Flügel hast. Ne, ich bin einfach auf den Boden geklatscht. Also. Ich habe so viel Leben, das stört mich nicht. Du bist nicht letztens auch irgendwie runtergefallen, hast knapp überlebt. Ja, ich falle andauernd, weil ich immer die falschen Tasten drücke. Ich bin unterwegs zu euch. 6 Minuten. Weißt du, wo wir sind? In der Nähe vom Deodon. Ja, nach oben. Einfach straight nach oben.
einen Megalozoras angeschossen. Komm lieber her hier. Ja, oh, hier ist noch ein Beauty. So, gucken. So finden die uns zumindest. Habt ihr das jetzt in der Falle? Ja. Da ist die Falle. Oh, jetzt habt ihr in dem Eis-Dingsbumselten Baumgebiet. Ja. Ah, schick. Die ist voll gefährlich hier. Ja. Ja, die ist voller Wölfe. Die siehst du auch nicht kommen, weil es so nebelig ist. Ich müsste irgendwie schon da sein. Ich sehe nämlich nicht mehr das Tier. Und es ist ganz fertig gezähmt. Kim hat gemeint, Deron ist ganz fertig. Ich habe noch ein Viech umgeschossen. Ich müsste nämlich da sein. Was ist also diesmal? Kannst du den Juti Hirsch, noch? Ne? Ja, wieder ein Juti. Nee. Achso, das weiß ich nicht. Ein Hirsch, glaube ich. Ja, ein Hirschkuh. Level 20 war mit einem Schuss da. Oh, hier ist noch ein Juti. Sekunde. Den gucke ich mal ganz kurz, was für ein Level der hat. Dürfte der 76er Männchen sein. 72er männlich. Ich habe keine Darts mehr. Ich gehe dem das Männchen umbringen. Komm ich denn da hoch? Ihr kriegt gerade Besuch, glaube ich. Hier ist ein Eisgolem, der hier unterwegs ist. Ja, den haben wir aufgescheucht mit dem 120er. Okay, ich bin falsch, ich bin glaube ich gegangen. Guten Tag. Drauf schießen. Ja. Ich muss schon mit meinem hellblauen Kompombo drauf schießen, weil ich keine Darts mehr habe. Noch. Offenbar. Das Eisgebiet ist so gruselig mit diesen eisgefrorenen Bäumen. Hm, nur ich finde diese Bäume Nebel. So geil. Also das eben im Schneesturm war schon echt geil. Das hat echt Spaß gemacht, weil wir hatten nichts gesehen. Da hattest ein Eisgolem hinter dir her, du hattest den 120er Juti, du hattest das Schweinchen, das nicht. Oh oh. Hey. Das ist meiner, oder? Ja. Was macht ihr? Wer hat denn hingepfiffen? Ach nee, der folgt mir noch. Wer hat noch 2000? Ich hab noch ein paar Darts. Ja, schaffen wir locker. Kann ich sogar noch. Oh, der hat aber geile blaue Augen. Ja. Yeah. Meine Güte. Den kannst du Terence Hill. Ja, Terence Hill, genau. Terence Hill kannst du nennen. Wo ist der hin? Wo ist ein Weibchen? Hinter mir. Der hat mich gezählt. Oh, den habe ich nicht gesehen, weil er so weiß ist. Ich habe gerade nur den Sattel gesehen, diesen braunen Punkt. Ich habe den halt gepfiffen, dass er landen soll, und er meinte, er wollte da hinten landen. Ist ja einer toll. Muss noch bitte schießen. Ja, schieß einmal. Nochmal. Einer fährt noch. Ein Schuss fährt noch. Na, der ja, daneben. Der zählt vor allem. Ein Treffer, der noch zählt. Jetzt. Zappelt der, hat der bei euch auch so gezappelt? Ja, weil er raus wollte. Dex, siehst du den Stein da hinten? Dex, siehst du Stein? Den großen, ja? Ja, der sieht so geil aus, wie das Eis da gefroren ist, im Wind. Aber alles, was in dem Gebiet ist so gut, gefroren. Auch Bäume. Ja. Du kannst dir noch das Inventar von einem Tier holen, Kim. Du hast nicht, hast nicht wirklich was Sinnvolles drin. Bisschen Fleisch, ein bisschen Dingensbummens hier, Haut, Leder. Du weißt schon. Haut? Du warst noch, hier, noch nie in dem Gebiet gewesen, Tag-Ei? Oder, nee, oder, ich war noch nie hier. Also du kennst ja Genesis sowieso noch gar nicht, glaube ich, ne? Doch, wir haben aber damals gefrustet im Sumpf aufgehört, nach einer Woche oder so. Weil wir dauergestorben sind und dann die Schwärme. Schnauze voll hatten, ja. Und wir waren noch relativ neu in Ark generell. Und dann im Sumpf, das war sehr frustrierend. Glaube ich. Wir hatten zwar auch im Sumpf angefangen, aber waren mehr. Ja, und dann halt quasi als Anfänger, da bist du echt, Das ist keine Anfängerkarte. Nee, absolut nicht. Absolut, habt ihr mich schon vermisst. Und dann auch noch zu sagen, dass Sumpf halt das einfachste Gebiet ist, das ist so, okay. Nee, das Sumpf ist definitiv nicht das einfachste Gebiet. Nee, absolut. Total bekloppt. Das ist ein einfaches Gebiet. Also ich finde als eigentlich den Ozean. Weil im Ozean hast du so wenig Materialien, du musst die ganze Zeit schwimmen. Dann, gut, bei uns sind ja, aber du kannst ja in diese Bubbles unten. In die Bubbles, da hast du teilweise echtes super Material vorkommen. Aber das musst du wissen. Ja, das habe ich halt auch nicht gewusst. Ich wusste auch nicht, dass man da länger tauchen kann und alles und schneller ist, das wussten wir alles nicht.
Ich glaube, von den Karten, die Genesis hat, ist der Sumpf. Mit am einfachsten. Ja, nee. Die Schwärme sind nur ein bisschen. Nee. Aber an sich ist der doch würde ich auch also sagen. Also da waren nee, 20.000 Tiere und ja, und Kapo, ja, so aber du hast nicht anfallen. Im Arktik hast du das auch. Und dann hast du noch die Kälte. Und im Vulkanbiom hast du noch den Vulkan. Und die Hitze. Und im Ozeanbiom musst du halt unter Wasser, das ist auch nicht unbedingt einfach. Wasser. Und das Lunarbiom reden wir nicht drüber. Also ich finde, mag ich dir mit dem Vulkan recht geben, aber eigentlich nur die Hitze. Wenn du musst dem Vulkan schon nahe kommen, um mich von einem Stein erschlagen zu werden. Wenn du genau weißt, wo du spawnst, oder wenn du ein bisschen Glück hast, ist eigentlich das Eisgebiet einfach. Wenn du den richtigen Spawnpoint wählst, dann ist gar nicht so viel Schlimmes da. Halt schon, ja, ich wollte gerade sagen, du erfrierst halt auch schnell. Ja, aber man kriegt halt ja Ressourcen um sich. Also wenn man Genesis spielt, dann hat man ja schon ein bisschen arg Erfahrung, denke ich mal. Und das Akku mal weg. Und das DS kackt ab. Yes, okay. Auch abgepackt. Ja. Okay, ich sag das aber auch erstmal. Tschüss in die Aufnahme. Bis dann. Tschüssi. Der ist gleich fertig. Okay, bye. Dann guck ich noch. Aber egal. Wir haben schon genug. Egal. Er müsste gleich fressen. Wir haben ja schon genug Tiere heute aufstehen sehen. Muss noch einmal. Er muss noch mal fressen. 95%.